Herzlich willkommen zurück zu World of Tanks Replays. Ich bin heute mal 67, der Ö50 Silberstreamer und habe heute ein Replay mit von einem Krommel B, mein eigen, um genau zu sein, auf El Haluf in einem 3-Stufen-Matchup. Wir sind mit hier, zusammen mit der Schokodiebin, ihrer Arti, ihrer Su-6 oder wie sie heißt. So, jetzt wollen wir kurz mal, nee, Su-8, Entschuldigung. Jetzt gucken wir uns zuerst den Panzer mal an, weil ich denken habe ich noch nicht vorgestellt. So, das sind die Standardwerte. Das passen 5 Leute rein. Der Krommel B ist auf seinem Tierstufe ein absolutes Mörderteil. Ich habe eingebaut Optiken, wie dies das natürlich gehört. Ich habe eingebaut einen Ansetzer und ich habe eingebaut einen Richtantrieb. So, statt Richtantrieb könnt ihr auch mal mit Lüftung fahren, aber können wir so lassen. Müssen wir probieren. Hinten das übliche kleine Geraffel, was nicht viel zur Sache tut. So, in dieser Ausstattung kommen wir auf 2406 Damage pro Minute. Wir kommen auf 145er Wecht durch. Ist nicht viel. Gegen 7er. Seite hinten auf jeden Fall. Front wird schwierig. Und ja, 8er, vergiss das. Wir haben eine Reload-Zeit von 3,37. 1er 2,01 und eine Zielabweichung von 0,35. Mit einer guten Crew kommen wir auf 0,34. Wir sind schnell. 64 km/h Top Speed. Das geht voll geil ab. Ach, dann Gun Depression. Oh, etwas über Durchschnitt. Panzerung 63, 42, 31. Zu lesen. Front, Seite, Heck. Genauso mit dem Turm. Wir haben nicht allzu viel Panzerung. Also uns haut fast alles durch den Turm durch, wenn wir Pech haben. 840 Strukturpunkte und eine Sichtweite von 396 Meter statt standardmäßig 360 Meter. Das ist ein himmelgroßer Unterschied. So steht da vor uns. Ja. Ihr seht, wir haben nicht viel Panzerung. Hier Turm geht noch, aber hier Unterwanne, Oberwanne verstecken. Seite, ich brauche nicht zu reden. Hinten auch nicht zu reden. Das Ding gibt nicht viel her. Halt, nein. Verkehrt, da müssen wir hin. Aber gut, es ändert nichts an den Tatsachen. Hier müssen, wie gesagt, es ändert sich nichts dran. In der Live-Ansicht, wir können ein bisschen anwinkeln. Kann einiges abprallen. Schon wieder prallt mal was ab, erlebt aber meistens, haut eigentlich so gut wie alles hier so durch, sage ich mal. Ja, jetzt schauen wir mal das Replay an. Das ist vor ein paar Tagen entstanden. Ich sage zusammen mit Schuki, der Schokodiebin, in ihrer Su-8. Und gucken wir mal. Dann geschaut, wo fährt der Leit hin. Er verharrt und ich nutze die Geschwindigkeit und ich fahre dann direkt erstmal geradeaus rüber. Immer zu dieser kleinen Dörfchen hier. Versucht da irgendwas aufzumachen, wenn ich Glück habe. Die ersten Spots bringen. Die PDs sind in Position. So, gleich ein Power Slide. Und da ist der A20 da unten. Und eine Suna auch erklärt. Sehr gut. Es läuft. Die Su kann uns gefährlich werden von dort. Also erstmal kurz einen Anfahrtsweg wählen. Mein Gott, das ist ein schwieriges Wort. So, aufgegangen sind wir nicht. Die Su ist wieder zu. Dann sagen wir nochmal, dann gucken wir nochmal hier unten mal lang. Der Krommel B macht Spaß. Ich könnte ein bisschen mehr Gun Depression gebrauchen, das wäre nicht verkehrt. So, gleich mal 2 Punkte für die Su. Super aufgegangen. Upsala, ist der Berg im Weg. Dann gucken wir noch mal, ob wir hier so ein bisschen. Ja, schade, dass es für Stufe 6 kein kein Stabi gibt, das wäre so genial.
Okay. Wir sind keine Notiz von uns. Ups, der hat mich versemmelt. Okay. Einmal in Popo. Zweites Lüftungsloch und weg ist er. So kurz auf dem Dach schauen. 159 Schaden gemacht. 724 Spottschaden. Steht 3 zu 2, das nächste entschieden. Wieso steht da oben noch? Der Kommelbäder macht Spaß. Der normale Kommel macht auch Spaß. Da finde ich das Gunhandling beim normalen etwas besser. Ich bewundere die Leute, die auf diesen Kommel immer so zwei oder drei Gunmax drauf haben. Auf dem normalen habe ich eine. Aber wie gesagt, Übung macht den Meister. So, mal kurz Hallo gesagt. Sind hier aufgegangen? Gut. Hinterm Hügel kommen wir nicht hin. Wieder. Schön ins Heck rein, das machen wir doch gerne. Er sieht uns nicht. Ist er weggefahren? Das sollten wir jetzt auch nochmal machen. Auch noch mitgekriegt. Bin ich aufgegangen? Nicht gut. Ich warte, bis ich zugehe. Jetzt müsste ich wieder zu sein. So, genug Abstand vom Busch und draufhalten. Was ist er denn? Oh, schöner Treffer. Und gehen wir noch mal eins mit. So, raus. Steht 9 zu 10. Da ist noch nichts entschieden, Freunde. Oder ein UI, das ist nicht gut. Mal gucken, ob wir irgendwie an ihn rankommen, dem umkreisen können. Ah, die Franzosenartig. Huh. Oh, da war sie noch mal. So, auch geregelt. Bei solchen brechen sie dazu mit dem Krummel da. Wow. Okay, Ui ist raus, steht 11 zu 10. Da ist trotzdem alles noch drin, auch für das Gegnerteam. Aber wir haben die Mission erfüllt. Da haben wir noch einen Tok. Da haben wir die Adi. Kommen wir nicht drauf. KV. Den schießen wir mal schön. Machen wir was mit? Ja, das ist schön von oben drauf, hat er gar keine Chance und weg ist er. Vierter Kill. Ei, Hellcat. Gegnerseite. Andere Bergseite besser gesagt. Anfahrt. Da ist die Hellcat. Die ist nur noch übrig. Von der war auch nichts mehr abbekommen, denke ich mal.
Schuppi ist auch raus. Also wenn es läuft mit dem Kommen will, macht das richtig Spaß. Ich habe auch schon Gefechte gehabt, da lief es gar nicht. So. Sind wir raus. So, gucken wir uns das Ergebnis an. Zweiter Klasse, viel kleines Geraffel. War der erste Sieg mit dem Panzer an dem Tag. Also ordentlich Punkte. Vom Schaden her auf den zweiten Platz mit 1906. Wir haben noch was blind getroffen. Und wir konnten dank Boni einiges mitnehmen. Das ist ein guter Creditfahrer. Also Cromwell B kann ich euch nur ans Herz legen. Das ist ein saugeiler Panzer. Wenn er im Shop ist, holt ihn euch. Ihr könnt nichts verkehrt machen. Er macht sau Spaß. Ja, Spaß hat es mir auch gemacht, das Video vorzustellen. Ich hoffe euch auch. Ja, wie schon gesagt, vergesst nicht mal Kanal zu abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Heute mit 67. Ciao.